Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge Nummer 310 von Simotrans. Ja, diese Zeche hier, das ist ein Kohlebergwerk. Kohlebergwerk Mettingen, das ist definitiv neu und das müssen wir noch bearbeiten, wie wir sehen. Nur das Kohlekraftwerk ist da einmal beliefert, welches ja auch neu ist. Das können wir gleich hier sehen. Wenn wir hier rüber slidern. Das haben wir aber schon angeschlossen und das wird von drei Kohlebergwerken beliefert. Das haben wir schon mal hingekriegt. So, jetzt müssen wir aber gucken. Von hier aus muss ja auch noch woanders hingeliefert werden. Das ist unsere Aufgabe nach dem Intro. Bis gleich. So, wie wir sehen, ach, Kohlekraftwerk, das zweite ist jetzt gerade auch dazugekommen. Da hat sich noch ein Weg gefunden, wo man das dann weiter transportieren kann. Also zweimal Stahlwerk und einmal Zementwerk ist auch noch angesagt, während ich das Stahlwerk der Meinung bin, das jetzt nicht, aber das andere wird auch angeliefert, wenn wir mit dem Fahrzeug... Okay, der ist nicht so toll, ne? Lassen wir das mal besser sein. Ja, wenn wir doch hier die Kohle hinbringen, um... Sag schon, das Kohlekraftwerk zu beliefern, dann wird doch auch gleichzeitig dieses Stahlwerk beliefert, oder? Das ist schon komisch, ne? Das verstehe ich jetzt nicht, aber ist ja nicht so schlimm. Das ist hier dieses hier. Könnte also sein, dass das trotzdem schon angeschlossen ist. Aber da hier 4737 Tonnen Kohle schon liegen, wird das wahrscheinlich nicht angezeigt. So, das zweite Stahlwerk... Ist hier, warte, das war jetzt das hier. Und das hat auch genug, deswegen auch nicht. Ich gehe fast davon aus, dass wir hier eigentlich auch einen Kohlezug haben, der da hochfährt, oder? Also auf jeden Fall gut, weil der Stahl geht doch da hoch, der Schrott wird doch da hin und her gefahren, oder? Schrott, Stahlwerk zu Stahlwerk. Und wenn der Schrott in Schüttgut ist, was es ja ist, dann kommt auch da die Kohle an. Also diese Stahlwerke sind schon durch, brauchen wir nicht drüber reden. So, Zementwerk, das ist dann eher was da vielleicht noch offen sein könnte. Wer fährt denn hier jetzt gerade weg? Der bringt Paletten durch die Gegend, okay. Wer hält denn hier so an? LKW, Güterzüge. Sand ist Schüttgut, oder? Gut, der fährt von wo? Der Zug Sand. Riedenburg-Ölfeld. Ist hier. Wenn das Ölfeld ist, dann ist die Frage, wer steht hier sonst noch so rum? Fährt sonst noch hier hin? Güterzug Sand und Güterzug Öl. Aber da steht nur Öl, okay. Das würde bedeuten, wir müssen hier hin etwas bringen. Ah, hier ist die Kanalbrücke, das ist Schiffshebewerk, sehr schön. Das ist hier, genau. Dann würde ich jetzt mal sagen, müssen wir eigentlich nur schauen, dass wir hier von hier weiterfahren nach da unten mit einem Güterzug. Dann müsste das doch eigentlich klappen, oder? Dann machen wir doch mal einen Güterzug fertig mit Loks. Die war die stärkste, hatten wir festgestellt, ne? Mit 120 km/h war die, glaube ich, auch für den Waggon das passende. Die können auch nicht schneller. So, und dann Fahrplan. Ist von hier nach da unten, oder? Da müssen, meine ich, dann müsste die Verbindung stehen, oder? Hier jetzt hin. Das ist eine neue Linie. Das ist ein Güterzug. Kohle. Stahlwerk nach Sandgrube. Und das Ganze ist... Wie nennt man das denn wohl? Transit ist falsch. Das Umgekehrte wäre es sozusagen.
Zulieferung. Und Ende im Gelände. Passt. Und geh mal dahin. Starten. Dann kommt er da herausgefahren und ich kann den gleich in Empfang nehmen, weil ich würde ganz gerne gucken, dass er erst zum Stahlwerk fährt, was er auch macht. So, jetzt haben wir das da angebunden. Jetzt gucken wir hier mal rein. Zementwerk ist aber nicht angeschlossen. Geht der schon so schnell da rumgefahren? Wow. Was macht er jetzt hier eigentlich? Schön gut geladen. Über Altenau Stahlwerk liegen 2 Tonnen rum. Und das ist hier. Und wo ist der Zug dazu? Der? Fährt der nach Altenau Stahlwerk? Adex und Stahlwerk? Nee. Ja, weiß ich auch nicht, wo der jetzt lang fährt. Was ist er denn hier für einer, hä? Salze Stahlwerk Chemiefabrik. Okay, der wartet, bis da sowieso was passiert. Ah, stopp, das war einer zu viel. Schrott, Altenau Stahlwerk. Das ist hier unser Zug. Der ist zu klein. Würde ich sagen, oder? Der muss ein 15er werden. Und da machen wir mal gerade 9. Wo ist denn jetzt hier das Depot? Da. Dann machen wir mal gerade 9. Mit dieser schicken Lok. Den roten Waggons. Und setzen den auf diese Linie. Wie heißt denn die? Linie Schrott Stahlwerk zu Stahlwerk. Linie. Ach, Schrott. Stahlwerk zu Stahlwerk. Und starten. Und der bringt es von da oben nach da unten. Und der hier ausmustern, wenn wir den nicht mehr brauchen. Wären wir den anderen da jetzt drauf, oder? Sollte funktionieren. Der steht jetzt wo? Da. Der wird langsam geladen, das dauert aber seine Zeit. Jetzt haben wir wahrscheinlich nachher hier das Problem. Ah, doch, er fährt jetzt hier. Weil ich ihn ausmuster. Bumm, da kam aber eine Ladung Holz an, ne? Ladung Holz an. Nicht schlecht. So, jetzt kommt hier natürlich der Langer, den ich da losgeschickt habe und neu losgeschickt habe rein, der jetzt hier schon ist. Und der wartet dann da auf Beladung, ne? Der kann dann Schrott transportieren und das, was hier noch drin ist. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Wie das so wird. Der ist ja gleich ausgemustert. Und er wartet noch auf Gegenverkehr. Und das Zementwerk habe ich gar nicht geguckt. Ist das volle Kohle? Ja, hat auch. Nee, oder? Ah, nee, 414. Das heißt, es dauert noch ewig, bis die sowieso anfordern, die Kohle. Aber hier gibt es keine Steine. Das heißt, da musst du erstmal gucken, dass die Steine wiederkommen. Und die
Sind wunderbar am Arbeiten. Und fahren das dahin. Das heißt, dieser LKW, der jetzt hier Schüttgut durch die Gegend fährt, LKW Steine, braucht mal mehr Fahrzeuge auf der Linie, würde ich sagen. Ja. Machen wir gerade hier auf Steine. Gut. LKW Steine hieß der. Da ist er. Und fährt jetzt. Und der eine, den wir da jetzt gerade drauf hatten. Ah, da muss ich gerade die Linie haben. Dieser hier. Machst du auf Ausmustern. Und dieser hier machst du auch auf Ausmustern. Weil zu alt. Die anderen sind dann bestimmt schon effektiver. Ja, passt erstmal. Und da fahren jetzt definitiv ein paar mehr, ne? So, und jetzt muss man gucken. Hier liegt gar kein Schiff. Welches Schiff fährt denn hier mit den Steinen durch die Gegend? Schüttgutfrachter, Stückgutfrachter. Das heißt, wir brauchen noch einen Schüttgutfrachter, weil einer ist zu wenig hier. Wo war jetzt hier die Reederei? Hier oben muss irgendwo sein. Beziehungsweise das Schiffsdepot. Und zwar brauche ich jetzt hier Steine. Wer kann denn am besten Steine? 400 Tonnen Steine. Fährt auf welche Linie? MS Steine. Verpackung. Ist die Linie. Und da fährt er erstmal runter. So, dann sind auch ein paar Steine mehr unterwegs, ne? So, jetzt habe ich natürlich nicht reingeguckt, wie viele Steine hier schon liegen. Schüttgut. Ja, 15.000 Steine liegen da. Passt schon mal, ne? Die müssen erstmal weggeschafft werden. Und wir schaffen noch mehr Steine da irgendwo hin. Ja, aber 400 Schiffe, 400 Tonnen das Schiff, ja, da kannst du ja schon wieder knicken. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Das war Schüttgutfrachter, ne? Ja. Zack. Fahren die schon, ja, ne? So. Da fahren sie alle. Und natürlich wahrscheinlich alle falsch, ne, oder? Ne, biegen jetzt hier ab. Das könnte sein, dass es dann doch passend ist. Gut, dann haben wir das auch schon geschafft. Dann kommen da auch wieder Steine an. Jetzt ist die Frage, wo das war. Hier war das, glaube ich, ne, oder? Ja, jetzt sollten die auch mehr Steine kriegen. Kohlebergwerk. Ja. Hier dreht sich nichts, weil die Steine fehlen, ganz klar. Gut. Haben wir aber erstmal. Würde ich hier erstmal sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.